Hallo und herzlich willkommen zu einem Update des Beta-Simplex-Wurfes. Ihr seht, ich habe gerade frisch sauber gemacht und die Tiere fressen gerade fleißig Artemia-Laubchen. Hier ist das Dreckwasser. Da kommt auch noch mal ein Video zu oder ist schon online zum Thema Wasserwechsel bei Jungtierbecken. Ich hoffe, euch hat das gefallen oder wird es gefallen. Schaut doch gerne mal auf meinen Kanal vorbei, dann werdet ihr das sicherlich finden. Ansonsten abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, dann werdet ihr auch informiert, wenn es soweit ist. Ja, ich habe gerade Artemia-Laubchen reingetan und hier wird ganz fleißig gefressen. Ich habe jetzt extra welche mal bestellt, weil jetzt die letzten Ansätze von meinen Artemia nicht von Erfolg gekrönt waren, wahrscheinlich wegen der Hitze. Da funktioniert das irgendwie immer nicht, obwohl die ja Wärme brauchen. Okay, meine kleine Maus im Hintergrund stört euch hoffentlich nicht. Die spielt hier gerade mit dem Wasserschlauch. Der ist natürlich trocken und leer. Ja, die Tiere wachsen irgendwie immer noch nicht. Ich habe jetzt schon beim letzten Video einen Kommentar gelesen, dass es bei denen auch so ist. Ja, also die sind ja so alt wie die Crowntail-Plakats und die sind schon auf 3 cm und die dümpeln hier immer noch bei 1,5 cm rum. Ich bin ein bisschen enttäuscht, aber ich hoffe, wenn ich jetzt ein bisschen Artemia-Laubchen fütter und weiterhin jetzt auch die Mikrowürmchen, da habe ich jetzt nochmal neue Ansätze gemacht, dass da endlich mal den nächsten Sprung kommt. Es kann natürlich sein, dass die Tiere vielleicht doch ein größeres Becken brauchen. Da bin ich gerade auch in der Mache. Das kommt jetzt demnächst. Sie sind ja noch in den 12 Litern. Ich habe jetzt aber schon hier was geplant, wo die Jungtiere dann rein können. Dann haben sie so ungefähr 50 bis 60 Liter. Das ist, glaube ich, ausreichend für die Menge. Also ich glaube, es sind so 50 Babys. Ihr seht, ich habe zwar sauber gemacht, aber alles habe ich auch nicht mehr gekriegt. Aber das ist nicht schlimm. Das ist alles nur Optik. Hauptsache, das Wasser ist frisch. Ich mache fast jeden Tag sauber, je nachdem wie es zulässt. Am Wochenende mache ich meistens gar nichts, das ist Familienzeit. Aber ich kümmere mich jeden Tag um die Fische, mindestens eine Stunde. Meistens halbe Stunde morgens, halbe Stunde abends und da wird gefüttert. Und ihr seht, die haben schon schöne Artemia, rote Bäuche und da ist immer noch ein Beta-Baby drin. Ich habe es noch nicht rausgefangen. Das ist so schwer. Naja, es ist ja gleich groß, da geht das ja noch. Aber ihr seht, die Simplex sehen immer noch anders aus. Und falls ihr mehr über das, über die Simplex-Nachzucht erfahren wollt, schaut gerne auf meine Webseite vorbei, kampffischdame.de oder auf Facebook. Vielleicht auch eine schöne Facebook-Gruppe. Könnt ihr gerne beitreten. Würde ich mich freuen. Und ja, ich würde jetzt erstmal sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ach ja, die sind jetzt 10 Wochen alt circa. Also plus die 2 Wochen, die sie im Maul verbracht haben. Also im Prinzip 3 Monate. Ja, wie gesagt, deswegen bin ich halt auch so ein bisschen frustriert. Aber ist ja mein erster Wildbetterwurf, von daher ausbaufähig, würde ich mal behaupten. Genau, in diesem Sinne, macht's gut, ciao!